Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der Koop-Spielerkette zusammen mit Jan. Hi. Hi. Rechts um die könnt ihr zu Jan vorbeischauen. Ja, was? Ich wollte gerade sagen, da kommt jetzt die E-Mail mit der Verletzung. Ah ja, nee, also tatsächlich Leute, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, da hat sich Jan am Boden gewälzt. ja, rechts um am E auch die verlinkt, plus die Playlist. Also alles mal angucken, wie gesagt, auch Jans Folge unbedingt anschauen. Aber... Er ist nicht verletzt, wie ich es gesagt habe. Das ist einfach immer ein Anzeigefehler, er ist nicht verletzt. So, Pressekonferenz steht an und wir haben das Spiel gegen Manchester United. Das wird, ja, eine härtere Aufgabe, sagen wir es mal so. Wenn wir gewinnen sollten, könnten wir Manchester United überholen. Die sind nämlich auf dem Platz über uns. Wir sind Dritter, Manchester United Zweiter. Und West Ham United tatsächlich auf Platz 1, also... Ja, eigentlich relativ unerwartet. Wir können auch mal hier auf die Top-Torjäger gucken. Alter, da bin ich ja ganz oben. Hätte ich nicht gedacht. Also wie gesagt, die ersten Spiele bin ich abgegangen. Aber dass ich mit 6 Toren ganz oben bin, ist crazy. Torvorlagen bin ich auch hier. Wo bist du denn? Ah, hier unten. Ah, ist auch 2. Wir haben beide 2 Torvorlagen. Ne, ich habe 3. Ups. Aber guck mal, defensiver Stresstest. Ich habe ein A. Du hast im Eimer spielen B. Spielst du wohl gerne mit Eimer, ne? Ist nice. So, okay Leute, gegen Manchester United, das wird echt crazy. Ja, wie gesagt, wir müssen eigentlich gewinnen. Ja, mal gucken. Na! Oha. Also erstens habe ich mich gefragt, wo bist du? Was machst du, ganz ehrlich? Jetzt muss ich mich aber beschweren. Wieso? Ja, ich habe da so ein Manöver gemacht und dachte ja, so, ich weiß, bis dahin läufst du in die Mitte, weil es wäre auch nicht mal abseits gewesen, weil da ja noch einer war. Und dann standst du einfach hinter 2 Leuten und ich konnte nicht passen. Und ja, dann habe ich probiert zu schießen, was ja auch gar nicht so verkehrt war eigentlich. Aber dass der ihn hält, das war auch crazy. Grätschen einfach um, ich renne auch komplett mit nach hinten gerade. Da bin ich! Oh, scheiße. Rot. nee, denke ich nicht. Aber gelbe Karte, die habe ich mir abgeholt. Du hast auch schon mal eine gelb. In der 19. Minute ist aber schon... Ups. Fand ich so... Oh. Ah, shit. Oh, gegen Man United wäre halt ein Tor echt wichtig, weil sonst machen die eins. Oh. Ach so. Oh, was war das? Scheiße. Aha. Oh nein, sorry. Das hätte die Chance sein können. Ich hab's ultra versaut dadurch. Oh Mann. Oh. Achso, Halbzeit, aber warum? 0-0, Leute, zur Halbzeit. Kennt man. Ja, es ist kritisch. Also ich will eigentlich schon gewinnen. Also es wäre. Ich meine, es wäre jetzt nicht tragisch, wenn wir nur ein Unentschieden oder so spielen, aber. Ha. Ah, es wäre schon geil. Aber. Ja. Komm jetzt! Jan! Nein! Ah, das kann nicht sein, Mann! Pech das gehabt, war so gut. Ja. Pech gehabt, dass du den so angeschossen hast. Guck dir diese Hässlon-Flanke an. Ey, das kann nicht sein. Das ist doch so dumm einfach. Nichts funktioniert gerade. Nichts. Komm, bitte. Irgendwie ein glückliches Tor. Nicht für ich hab grad Bock auf Hotdog. Auf Hotdog, what the fuck? Ja, ich mag Hunde auch. Oh komm! Ja, hab ich gedrückt, nein. Aber. Nein! Oh, ja, Fokus. Flanke ist halt scheiße. Ist der doof? Ich hab den Ball gefordert. Ich hatte vorhin gedrückt, aber er hat ihn abgefälscht. Der Pass wäre viel besser gewesen. Die Flanke, das ist mir schon klar, dass die einfach voll in die Hose geht. Wobei meiner eigentlich gar nicht so schlecht ist im Kopfballspiel. Fick dich. Fick dich, Spiel, echt. Warum? Hast du einen Lupfer rüber gemacht? Ja, nein. Machst du es vorne nicht, bekommst du es hinten. Oh. Am Anfang des Spiels habe ich es gesagt. Wir müssen ein Tor machen gegen ManU, weil sonst kassieren wir eins. Dass es jetzt in der 90. ist oder in der 89. Das ist ultra dumm. Boah, ich bin so traurig gerade. Das ist unglaublich. Komm so her. Wir haben verloren. Nicht mal unentschieden.
sondern verloren. Also wir werden wahrscheinlich jetzt von Platz 4 oder von Platz 5 sogar eingeholt. Oh Gott. Wie gesagt, gegen ManU kann man sich's noch irgendwie verzeihen, aber es ist trotzdem ultra nervig. Leute, das nächste Champions League Spiel steht an, das nächste Spiel hier in der Gruppenphase. Ja, wir müssten hier wieder gewinnen. Unentschieden wäre noch okay, verkaufbar, aber gewinnen gegen OGC Nice. Die OGC Nice hat gegen Dortmund sowie gegen Barcelona unentschieden gespielt. Also, ja, wir sollen jetzt mal die Mannschaft sein, die sie eben schlägt. Das wäre doch ganz nice. Übrigens könnt ihr auch mal rechts oben beim i bei einer PES-Folge vorbeigucken. Ich habe jetzt wieder angefangen, PES-Tinderkette weiterzumachen. Ich habe da ja längeres nichts mehr gemacht, also seit längerem nichts mehr gemacht. Also unbedingt mal vorbeischauen, wäre mega nice. Bei mir gibt's PES 19 auf dem Kanal, hey. Ja, ey, eben, bei dir gibt's auch schon PES 19, also ich wurde nicht eingeladen, danke Konami. ich wurde nicht eingeladen für dieses Event, aber Jan, und Jan hat da was aufgenommen, also PES 19 auch bei Jan zu sehen, mega nice. Ja, letztes Spiel der Hinrunde in der Champions League. Ja. Sehr schön hier zu gewinnen, verloren haben wir aber noch nicht. Verloren? Oder? Doch, gegen doch. Barcelona. Ach, ich. Fuck. Ja, haben doch, wir, ja, wir haben 3 Punkte. Nizza hat noch nicht verloren, die haben beide, oder? Die haben 2 Punkte, glaube ich, 2 Unentschieden. Nizza hat beides Unentschieden, jo. Lol. Alter. Oh, alter Schwede, war das knapp. Ja, wie gesagt, natürlich ist die Rückrunde noch am Start, aber wir müssen uns halt schon mal die Punkte sichern und gegen OGC Nice, weil ich sage jetzt schon immer, das ist ja Nizza, nicht OGC Nice, ich bin gerade ultra dumm. Das OGC Nice ist irgendwie ein Passing, so ein Verein, keine Ahnung. Ja, Nizza wäre schon ganz cool, wenn wir die jetzt besiegen. Du bist in der Mitte und bist eigentlich echt nicht so scheiße in Kopfbällen. Ich hatte wieder Angst, dass er nicht flankt, weil die Bots eigentlich fast nie flanken und habe auf X gedrückt. Und dann kam sowas dabei raus. Und es zählt direkt als Han. Das war krass. Ja, C-U-S. So, Konda. K-O-N-D. Oh, dankeschön. Oh, bitteschön. Easy, Alter. Das war geplant, ja. Dass ich den so annehme. Oh, ich bin zu langsam. Doch, doch, pass. Komm, der Schuss. Oh, der war gar nicht so schlecht. Mit links. Der war aber gar nicht so schlecht. Also da hatte schon schlechtere Schüsse. Ja. Naja, fuck. Oh, sick dran. Alter. Wo kommst du denn her, Alter? Ich war in Gelsenkirchen, das ist ein bisschen die Sprache anders. Aber gut, ja. Jetzt kommt die dritte und jetzt komm, das ist es. Jawohl. Torvorlage. Nice one, werden sie den, oh, werden sie den Fans. Du, oder nicht? Gestolpert. Jawohl, Leute, wie gesagt, den krassesten Schuss hat mein Typ ja nicht, aber für solche Sachen wie hier reicht's. Torwart vorbeischieben. 1-0, weiter hier gegen Nizza, wäre ganz nice. In der Tat. Ist das mein erstes Champions League Tor? Das kann sogar sein. Habe ich gegen Dortmund gerade ein Tor gemacht? Nee, das waren beides mal die Bots. Also ja. Das ist mein erstes Champions League Tor. Alter, krass, und vielleicht jetzt gleich mein nächstes. Ui. Oh, fuck. Ja! Oh, was? Wie kann er den denn halten? Was ein Arschloch. Aber wie kann man den denn... Was ist jetzt? Wie kann man den denn halten? Hä? Holy shit. Stark gemacht. Aber dein Schuss war auch nicht schlecht. Meiner auch nicht. Es war alles knapp. Komm schon, jetzt eine geile Flanke. Ja, ja. Ich stehe so auch. Gut. Jetzt kommen die anderen. Ich bin jetzt geschoben. Oh mein Gott. Ich auch. Hä? Was machen die mit uns? Das war ein richtiger Troll. Wie ich den einen die ganze Zeit belästigt hab gerade. Lol. Ja, ja, ich bin da dem. Also der hat den Ball gar nicht mehr gehabt, der hat den gerade abgespielt und ich bin die ganze Zeit auf Kreis hinter mir gerannt. Oh Mann, 3 Schüsse, 1 Tor. Ja, wir hätten, also in dem Spiel waren wir echt gar nicht so kacke, also hatten schon ein paar Chancen. Hätten noch einen machen müssen, dass er den einen gehalten hat, das war echt krass. Ja, zweite Halbzeit wird hoffentlich noch ein bisschen besser und ich will nochmal so ein 2-0 oder so. Wie steht's bei den anderen? Wieder unentschieden. Barcelona, Dortmund wieder ein 1-1. Also wenn die wieder unentschieden und wir gewinnen, dann wären wir auf 1. Das wäre nice. Jetzt, freie Bahn, da kannst du keinen mehr anschießen und er sitzt. Jawohl! Ja!
Ha, diesmal konnte man keinen anschieben. Was ist denn das? Ah, jetzt. Ah, ich heb dich hoch. Jawohl. Also echt, da konntest du jetzt keinen mehr anschießen. Das war auch das Glück. So knapp geworden. Ja, ja, weil er kam dann auf einmal. Das war echt knapp. Aber yes, 2-0 endlich. Führung bitte noch weiter ausbauen. Aber auch ein 2-0, das gefällt mir schon mal. Ha, nice. Cooles Bild auch. Ne? Mhm. Ecken, wir müssen echt ein Eckballtor mal machen. Bin echt gespannt, ob wir das jemals in der kompletten Karriere schaffen. Nee, schaffen wir nicht. Oh, das wär's gewesen. Ey, ja, ich hab darauf gehofft, dass es jetzt passiert, weil wir so drüber geredet haben. Das ich hab tatsächlich geil. Echt, das war mein Hintergedanke, dass das funktioniert. Aber ach, knapp ist geworden, aber na. Komm hier auf rechts jetzt. Dieses Mal auf rechts! Lol. Jawoll! Das sah irgendwie bei mir überhaupt nicht so aus, als wäre der richtig reingegangen, sondern eher so Außennetz. Nee, der war. Phantomtor. Nein. Der war krass, Alter. Meine Flanke. Wow. Mein, diesmal war die Distanz ein bisschen kleiner. Aber eine weitere Vorlage hier. Also dieses Champions League-Spiel läuft bisher für uns echt gut. Du hast eine Vorlage, ein Tor. Ich habe zwei Vorlagen, ein Tor. Alter. Mischak hat auf jeden Fall gut getan damit, dass er Lallana reingepackt hat. Das stimmt auch. Der ist auch richtig gut. Jetzt! Ja, gucken Jawohl. Wir das an. Zeit Wie ist Tor. Junge Götter spielen wir. Was machst du denn immer für Moves, Alter? Hallo? Ja, hi. Ich konnte dich irgendwie nicht. Ja. Also, das war jetzt nicht mal so ein richtiger Coole Pass. Moves. Aber. Boah, hier mit einem schwachen Fuß. Das gibt doch. Das ist, glaube ich, keine Vorlage für mich. Es war nicht so ein richtiger Pass. Aber er ist zu dir gekommen, den Ball, und der Schuss war mega nice. 4-0, Mischak freut sich. Alter, wir haben hier Nizza auf jeden Fall im Griff, würde ich sagen. 4-0 ja. Läuft. Sie kriegen auch nochmal die Möglichkeit hier. Nö, doch nicht. Karius schnappt sich einfach den Ball. Das sollte es gewesen irgendwie sein. Irgendwie voll häufig. Was? Guck voll häufig. Ach so, ja, ja. Ich irgendwie nicht. Also, ja. Ich finde das irgendwie entspannter, nicht so oft zu gucken. Aber auf jeden Fall ist das Spiel jetzt vorbei. Und wir haben gewonnen. 4-0. Kann man mal mauken. Ist auf jeden Fall nice. Ja, 12-3 Schüsse, 10-1 aufs Tor. Wir waren schon besser, das muss man einfach so sagen. Die anderen haben tatsächlich unentschieden gespielt wieder. 2-2 heißt, wir sind auf Platz 1 in der Gruppe. Und ja, falls ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge vorbei. Schaut auf jeden Fall auch unbedingt bei Jans Kanal vorbei. Da haben wir dasselbe Projekt gemacht, nur bei Rapid Wien. Unbedingt reinschauen. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.